PSN-Guthaben, neue PlayStation-Spiele, neue PC-Spiele, neue Games, neue Codes, alles Mögliche auf ineba.com. Meine Partnerseite seit über einem halben Jahr und ich kann euch nur sagen, so viele Leute wie hier schon Geld gespart haben, es ist unglaublich. Ich selbst kaufe mit meinem Code Chappy selber meine Produkte, die ich für die PlayStation brauche, PSN-Guthaben und feiere es jedes Mal aufs Neue. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir sind am Anfang von einem neuen Lebenszyklus von dem COD und ihr kennt das jedes Jahr und es gibt da so etwas, was man jedes Jahr am Anfang falsch macht, weil irgendeiner sagt einem das nicht, man denkt nicht drüber nach, man sieht das nicht gleich, darüber wird nicht geschrieben oder. Deshalb gebe ich euch heute die Top-Tipps, die ihr definitiv nicht falsch machen solltet und die aber leider trotzdem immer noch viele falsch machen. Ich hoffe, das wird euch heute helfen, damit ihr ein bisschen besser durch das Spiel kommt. Das sind keine Einstellungen, die ihr von mir bekommt, sondern Dinge, die man in dem Game und allem, was darum basiert, aktuell falsch macht und was einfach den Spielspaß ein bisschen reduziert und was einfach nicht gut ist. Und das allererste, was wir heute haben, das ist Tipp Nummer 1. Und ich möchte von euch, dass ihr am Ende reinschreibt, was für Tipps ihr noch habt, die ihr unbedingt den Leuten geben wollt für dieses Spiel. Und ich weiß, dass euer Tipp Nummer 1 Laufen, Bewegen sein wird, aber ich habe andere für euch. Tipp Nummer 1 ist, wenn ihr im Gunsmith seid, könnt ihr eure Waffen genauso ändern, wie ihr sie haben wollt. Viele achten aber nicht darauf, dass viele Aufsätze so negative Aspekte haben, dass es sich nicht lohnt, die Waffen zu nehmen. Wenn ihr zum Beispiel versucht, eine sehr, sehr gute Rusher-Klasse zu machen, macht es wenig Sinn, Granatwerferaufsätze, Raketenwerfer oder ähnliches drauf zu hauen, weil das eure LDS-Time wirklich in den Keller zieht. Damit kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt von dem Ganzen. Ich habe bei ganz, ganz vielen Leuten gesehen, dass die aktuell fragen, wie die Missionen aufgebaut sind, was man mit den Missionen machen soll. Nutzt ihr in den Quartieren die Missionen, damit ihr XP-Vorsprung bekommt, damit ihr schneller levelt. Ihr müsst die Missionen einzeln aktivieren. Das heißt, wenn ihr auf die Quartiere geht, dann könnt ihr auf die Missionen gehen. Dann habt ihr eine Reihe von verschiedenen Missionen, die ihr anklicken könnt. Ihr könnt auch gerne aus einem Teil davon 3 oder 4 Missionen machen und dann zur nächsten Mission rübergehen, so dass ihr immer 3 oder 4 nach 3-4 Stunden ungefähr habt und am Ende könnt ihr dann einzeln die Mission erledigen, dann kriegt ihr Blueprint-Waffen, ihr kriegt doppelt XP, ihr kriegt mehr XP, ihr kriegt Sticker, Calling-Cards, alles mögliche. Geht auf jeden Fall auf die Sachen und aktiviert die einzeln. Wenn ihr eine Sache deaktiviert habt, wird sie dadurch nicht gelöscht, ihr könnt später wieder drauf hinzufügen. Solltet ihr dann noch Bock haben, einen der neuen Operator zu nehmen? Ihr habt das ja gesehen, wir haben Gott sei Dank in Modern Warfare keine Spezialisten mehr. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir nur noch besser oder anders aussehende Charaktere freischalten können. Und die ganzen Operator, die wir freischalten können, einige gab es, wenn man eine spezielle Version von dem Spiel am Anfang vorbestellt hat. Für andere müsst ihr verschiedene Dinge machen. Im Multiplayer Kills mit einem LMG, mit einer Shotgun. In der Kampagne müsst ihr einige Level schaffen, damit ihr die Operator freischalten könnt. Geht auf die einzelnen Operator, guckt euch die Story dahinter an und guckt euch an, was ihr machen müsst, um diesen Operator freischalten zu können. Die Operator, die ihr habt, sind in 2 verschiedene Gruppierungen eingeteilt und jede Gruppierung hat noch Einzeluntergruppierungen und in dem habt ihr jeweils 3 Operator, die euch zur Verfügung stehen, die ihr freischalten könnt. Guckt genau, welcher Operator euch gefällt, nutzt es aus, dass ihr die freie Auswahl habt zu gucken und nehmt dann erstmal die Mission für den, den ihr als allererstes haben wollt. Jeder Operator hat einen eigenen Special Move, mit dem ihr Gegner von hinten im Multiplayer töten könnt. Ich habe jetzt auch schon ganz, ganz oft gesehen, dass Leute gar nicht realisieren, wie man einzelne Waffen nutzen kann, um sich Vorteile bei der Geschwindigkeit zu holen. Und auch wenn das erstmal komisch klingt, ähnlich wie in alten Black Ops Teilen, zum Beispiel wie in Black Ops 2 damals, hat man die Möglichkeit, mit einem Messer in der Hand schneller zu rennen. Das bedeutet, wenn ihr auf eine Sekundärwaffe verzichten könnt, nehmt anstatt einer Handfeuerwaffe, gerade wenn ihr zum Beispiel eine M4 mit 60 Schuss spielt, ist die relativ wenig sinnvoll, nehmt stattdessen Messer. Und sobald ihr Totenstille mit dem Messer zusammen aktiviert, also das Messer in der Hand und Totenstille, lauft ihr unglaublich schnell. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Gerade so lange, wie wir Totenstille als Perk noch nicht haben, kann man es definitiv ausnutzen. Mit einzelnen Dingen, die man in seinem Spiel ändert, kann man erfolgreicher hier sein oder weniger erfolgreich. Und eins der wirklich Top-Tipps oder der Dinge, die wirklich viele falsch machen, ist die Funktion vom Doppelsprint ausnutzen, aber in einer falschen Art und Weise. Wir haben das erste Mal in einem COD die Möglichkeit,
normal zu sprinten oder eben auch diesen Boost-Sprint zu machen. Der Boost-Sprint hat keine Anzeige, das heißt, man muss theoretisch nach Gefühl gehen oder, ich habe es einmal ausgemessen, alle 8 Sekunden hat man den Boost-Sprint auf neu. Wenn ihr den einsetzen wollt, überlegt euch ganz genau, wo ihr das macht. Denn wenn ihr in diesem Doppelsprint seid und dann auch in Scope von eurer Waffe gehen wollt und vielleicht auch aus dem Sprint schießen wollt, ist das mit der Waffe nicht möglich. Ihr werdet dafür gepunished, dass ihr sozusagen schneller unterwegs seid. Das heißt, nutzt euer Movement clever, gerade in diesem Game, wo es darauf ankommt, sich genau dann zu bewegen, wenn es unbedingt sein muss und nicht, weil man gerade Lust drauf hat. Wir haben natürlich noch ein, zwei andere Tipps, die wirklich sehr, sehr hilfreich sind und an die man vielleicht so gar nicht dran denkt oder die man noch gar nicht realisiert hat. In diesem Spiel haben wir, und ich glaube das letzte COD, was uns diese Möglichkeit geboten hat, dass man sich irgendwo richtig anlehnt, war Call of Duty Ghost, auch ein Infinity Ward Game. Und damals hatte man die Möglichkeit, dass man sich zum Beispiel an Kanten und Ecken anlehnt. Damals ist man dann auch nicht sehr gut gesehen worden. Wir haben die gleiche Funktion wieder in dem COD dieses Mal, aber mit dem Unterschied, dass es viel weniger darauf beruht, dass man in dem Headglitch sitzt und nicht gesehen werden soll. Man wird meistens genauso gut gesehen, sondern die Funktion, die damit mit einhergeht, ist eigentlich, dass man mehr Kontrolle über seine Waffe hat. Das heißt, der Rückstoß, den wir hier in Modern Warfare haben, gerade bei den Waffen, ist der gleiche Pattern, wie wir das aus Black Ops 4 kennen. Das heißt, die Waffen verhalten sich vom Rückstoß her, wenn wir jetzt eine Waffe vergleichen ohne Aufsatz, mit der gleichen M4 auch ohne Aufsatz, dann sind diese Waffen im Rückstoß so, dass man es erahnen kann, in welche Richtung sie gehen. Aber der Rückstoß insgesamt ist einfach viel, viel höher als in anderen CODs. Das soll ein bisschen Realismus darspiegeln. Und wenn ihr dann irgendwo in der Ecke anlehnt, so habt ihr die Möglichkeit, weniger Rückstoß auf eurer Waffe zu haben und könnt den Kill besser machen. Wichtig dafür auch, einmal bedenken unbedingt, ihr habt die Möglichkeit, einzelne Aufträge wie mach 50 Kills mit der Waffe, während du anlehnst, genau so auszuführen. Aber bewegt euch trotzdem danach. Das hier ist jetzt noch ein Tipp für die besseren Spieler von euch, die wirklich auf das Ziel gehen, ich will den Nuke schaffen, ich will eine 30er Killstreak, ich will richtig viele Kills machen. Wir haben ja leider in Modern Warfare das Problem, und das ist für mich noch unbegreiflich, dass wir unsere Streaks nur einmal pro Leben bekommen können. Einmal pro Leben, und wenn diese Streaks erreicht sind, können wir sie in dem gleichen Leben nicht mehr erreichen. Was aber möglich ist, wenn ihr auf eine Nuclear Streak gehen wollt, der Orbitalsatellit bzw. Advanced UAV, die fortgeschrittene Drohne oder OGs sagen auch Blackbird dazu, hat eine Dauer von 15 Sekunden. Das ist echt nicht viel dafür, dass man hier 12 Kills für machen muss. Wenn ihr darauf spielt, habt ihr aber die Möglichkeit, dass ihr den erreicht mit 12 Kills und euch dann töten lasst. Spielt wieder hoch, bis ihr kurz davor seid und aktiviert ihn. Ihr habt dann die Möglichkeit, den Orbi in eurem Leben zu nutzen, und da ihr, bevor ihr den neuen Orbi erspielt habt, den anderen gerufen habt, kriegt ihr den zweiten Orbi. Das heißt, ihr habt dann schon mal 12 Kills, habt einen Orbitalsatelliten und kriegt nachdem noch einen. Das ist wirklich der beste Tipp, wenn ihr auf High-Kill-Gameplays gehen wollt, weil ihr die Möglichkeit haben wollt, vielleicht den Orbi doppelt zu nutzen. Eventuell wird das bis zum Ende noch geändert, das weiß ich aktuell noch nicht, aber es wäre zumindest eine gute Möglichkeit, dass man das Ganze aktuell überbrücken kann. Schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr das schon mal probiert habt, ob euch der Orbi so wie er ist gefällt. Wir hatten ja jetzt schon seit längerem keinen mehr. In Black Ops 4 gab es keinen, in WW2 gab es keinen. Der letzte Orbitalsatellit, an den ich mich tatsächlich erinnern kann, ist meiner Meinung nach in Black Ops 3 damals gewesen. Und das ist wirklich schon eine sehr, sehr lange Zeit her. Und da habe ich noch einen einzigen letzten Tipp für euch, den ihr unbedingt beherzigen solltet. Wenn ihr überlegt, welche Perks ihr aus der Perk-Auswahl aus der Kategorie 1, 2 oder 3 nehmen wollt und ihr seid euch bei der ersten Kategorie nicht so ganz sicher, weil da nicht unbedingt die stärksten Perks dabei sind, dann überlegt unbedingt, ob ihr das Perk zusammenflicken nehmen wollt. Wenn ihr der Auffassung seid, dass ihr zu langsam regeneriert, dass es zu lange dauert, bis ihr euer Leben wieder habt, bis ihr wieder in den Kampf zurück könnt, in den Gunfight, dann guckt unbedingt mal da rein, denn zusammenflicken sorgt für Folgendes. Wenn ihr einen Gegner abschießt und währenddessen Schaden erlitten habt, wird eure Gesundheitsregeneration um 3 Sekunden reduziert. Das heißt, ihr könnt viel schneller wieder in den Fight und werdet dafür belohnt, einen Kill gemacht zu haben.
Das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Tipps, weil ich ganz viele Leute sehe, die da komische Perks nehmen, die nicht unbedingt helfen. Ab Level 42 bekommt ihr dieses Perk und ich kann es euch nur empfehlen, nutzt es unbedingt aus. Es ist eins der besten Perks in dem Game und wenn ihr nicht gerade den Spezi-Bonus spielt, wo ihr das dann mit 9 Kills bzw. 8 oder 7, je nachdem, was ihr da ausgewählt habt, sowieso bekommt, dann geht auf jeden Fall auf Level 42 auf das Perk zusammenflicken. Schreibt jetzt unbedingt in die Kommentare, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt in die Kommentare, was ist der Tipp für Call of Duty Modern Warfare, den ihr habt für Leute, die sie wirklich unbedingt ändern müssen. Was sind Sachen, die ihr bisher erlebt habt, wo ihr sagt, das ist ein großer Fehler oder man muss das anders spielen oder man muss unbedingt diese Waffe ausprobieren, diesen Aufsatz, dieses Perk, man muss unbedingt so laufen und. Es gibt so viele Dinge, die wir in diesem Game bisher noch gar nicht gesehen haben sozusagen, wovon wir noch gar nichts wissen. Das wird auf jeden Fall sehr interessant zu wissen, was so die Community von dem Ganzen hält, wie sie jetzt irgendwie noch Tipps geben kann. Schreibt das in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus für heute, haut rein.